Mit Oberlausitz TV auf Tour. Wir sind zu Gast im Lausitzer Seenland und sind ein kleines Stückchen weitergezogen, genauer gesagt nach Kleinpartwitz am Partwitzer See und sind jetzt im Quad-Center Kleinpartwitz und an meiner Seite ist der Inhaber Andreas Ittmann. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Schön, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Wie ist die Idee denn eigentlich dazu entstanden? Also das ist eine lange Geschichte. Ursprünglich hatte mein Opa vor 50 Jahren mal die Idee, ein Hotel am Wasser zu bauen und eine Strandkorbvermietung zu eröffnen. Und die Enkelkinder, die setzen das jetzt so langsam um. Und vor 10 Jahren circa habe ich begonnen, mehr Fahrzeuge anzuschaffen. Und wir bieten jetzt geführte Quad-Touren im Lausitzer Seenland mit geführten Offroad-Touren an. Ich sag mal, um so ein Gerät zu fahren, brauche ich ja auch bestimmte Voraussetzungen. Ich kann mich ja nicht einfach auf den Bock setzen. Genau, so einfach ist das nicht. Also zuerst mal sollte man einen Pkw-Führerschein haben, also 18 Jahre alt sein. Man sollte feste, robuste Kleidung tragen. Wir empfehlen immer lange Sachen, auch wenn es warm ist. Helme, Ausrüstung wie Handschuhe, Brille und so weiter werden gestellt. Es können auch gerne eigene Helme mitgebracht werden. Danach gibt es eine ordentliche Einweisung in das Fahrzeug, in die Tourregeln. Dann machen wir Probefahren auf unserem Gelände. Und wenn dann alles reibungslos überstanden ist, dann geht es zu den Touren ins Seenland. Das sind alles geführte Touren, das beginnt mit 1,5 Stunden und kann dann so richtig ausgeweitet werden. Genau, wir haben 5 verschiedene Touren. Es beginnt mit der kleinsten Tour, die Schnuppertour, die ist so circa 1 bis 1,5 Stunden. Dann haben wir eine 4-Jahreszeiten-Tour, die ist circa 2 Stunden. Dann so der Klassiker ist die Lausitzer Seenland Tour 1. Die geht so 3 Stunden mit Stopp am Rostigen Nagel. Dann haben wir eine Erweiterung der Lausitzer Seenland Tour 2, die geht so circa 4 Stunden und nicht zu vergessen, unsere Tagestour, die geht dann 6 Stunden, dann fahren wir die erste Etappe im Lausitzer Seenland, machen eine Mittagspause hier bei uns im Gasthof und anschließend die zweite Etappe ist dann eine Runde um den Tagebau Welzer Süd. Das klingt spannend, auch Vattenfallgelände ist einbezogen. Kinder können hier mit Kinderquads fahren. Ja, wir haben 2 Elektro-Kinderquads, das ist so für Kinder ab 2 Jahre, die können bei uns im Innenhof fahren. Dann haben wir einen 50-Kubik-Quad. Das kann bei uns in der Einweisungsrunde gefahren werden. Das ist so zwischen 4 bis 12 Jahre. Ansonsten können Kinder als Beifahrer mitfahren, sollten natürlich schon 7 Jahre alt sein, also in die Schule gehen. Bis 11 Jahre fahren diese kostenlos als Beifahrer mit. Alles, was älter ist, Beifahrer, ist dann ein halber Preis. Die können dann auch gerne wechseln, wenn ein Führerschein vorhanden ist. Ich sag mal, es ist ein idealer Standort, sage ich mal, für Firmen-Events und Familienfeiern. Es gibt das Gasthaus und es gibt noch eine Ferienwohnanlage dazu. Genau, wir sind ein größerer Standort. Unser Gasthof zum Anker, der ist idealer Ausgangspunkt für Touren im Seenland. Wir können das halt gern kombinieren mit der Ferienhaussiedlung. Wir haben da ca. 65 Betten. Also man kann eine urige Quad-Tour unternehmen, zum Beispiel 3 Stunden. Danach bieten wir ein rustikales Barbecue an, verschiedene Sachen zum Grillen mit Fisch, Käse, Spare Ribs und so weiter. Mit einem gemütlichen Lagerfeuer und danach kann man bei uns in der Ferienhaussiedlung übernachten. Ittmann, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch. Übrigens, die Preise für diese Touren und die Buchung, die können Sie im Internet vornehmen. Die Internetadresse, die haben wir Ihnen gerade eingeblendet.